möchte Sie alle ganz herzlich bei unserem heutigen Talk for Future mit dem Titel Berling, Neptun, Wittau, Mollen, sichere Versorgung oder CO2-Bomben made in Austria begrüßen. Mein Name ist Sophia Balzachomenko und ich darf heute die Moderation übernehmen. Es ist erst einige Wochen her, da hat die OMV verkündet, dass sie in Niederösterreich ein neues Gasfeld gefunden hat, das jetzt erschlossen werden kann. Der Konzernchef hat das als sehr erfreuliche Nachricht bezeichnet. Und tatsächlich, wenn man sich das anhört, dann klingt das zunächst sehr gut. Gas aus Österreich würde bedeuten mehr Diversifizierung. Wir können unabhängiger werden, zum Beispiel von Gas aus Russland. Und die Versorgungssicherheit kann auch garantiert werden. Was dabei nicht erwähnt worden ist, ist das Thema Klima. Denn im IPCC-Bericht steht klar drinnen, wenn wir das 2-Grad-Ziel einhalten wollen, dürfen wir 80% der Kohlereserven, 50% der Gasreserven und 30% der Ölreserven eigentlich nicht angreifen. Die sollten im Boden bleiben. Reserven, das sind die Gasfelder, die wir bereits kennen. Das heißt, selbst von denen, die wir bereits kennen, sollten wir eigentlich die Hälfte gar nicht anrühren, geschweige denn neue erschließen. Ist es daher überhaupt sinnvoll, jetzt wirklich neue Gasfelder zu erschließen? Schaden wir damit den Bemühungen, das Klima zu stabilisieren? Oder ist das vielleicht immer noch die beste Lösung, wenn man es jetzt vergleicht zum Beispiel mit Gas aus Russland oder zum Beispiel auch dem besonders schädlichen Fracking-Gas aus den USA? Darüber möchten wir heute diskutieren. Und wir diskutieren heute mit Renate Christ. Sie ist ehemalige Generalsekretärin des IPCC, Weltklimarats. Mit Helga Kromp-Kolb. Sie ist Präsidentin des Forums Wissenschaft und Umwelt und Mitglied des Gründungsvorstands des Climate Change Center Austria. Mit Reinhard Steurer. Er ist Professor für Klimapolitik an der BUKO Wien. Und mit Bernhard Salcher. Er ist Professor für Quartärgeologie an der Universität Salzburg. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie heute da sind. Bevor wir mit dem Inhaltlichen starten, noch einige organisatorische Hinweise. Zunächst einmal, vielleicht haben Sie schon gesehen, Reinhard Steurer ist noch nicht da. Er hat technische Probleme. Wir hoffen sehr, dass sich das in den nächsten Minuten lösen lässt und er dann zu uns dazustoßen kann. Wie wird das Ganze heute ablaufen? Wir werden ungefähr 45 Minuten erstmal diskutieren. Und im zweiten Teil haben Sie, liebe Zuseherinnen und Zuseher, die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Das wird so ablaufen, es gibt ein Dokument, da können Sie dann die Fragen hineinschreiben, meine Kollegin wird sie mir zukommen lassen und die bekomme ich dann und werde das dann auch den Gästen stellen. Der zweite Hinweis, die Veranstaltung wird aufgezeichnet und dann als Podcast und auch auf YouTube ausgestrahlt. Und ein kleiner Hinweis noch, eine kleine Bitte noch, bitte den Ton ausschalten. Ich glaube, die Voreinstellungen sind so, dass die meisten den Ton sowieso schon ausgeschaltet haben. Sollte er sich doch einschalten, unabsichtlich, dann bitte wieder ausschalten, damit wir keine Störgeräusche haben. Und dann würde ich sagen, wir legen gleich los. Ich würde unsere heutigen Diskussionsteilnehmerinnen und Teilnehmer um ein kurzes Eingangsstatement bitten. Und zwar um eine Antwort auf die Frage, Berling, Neptun, Wittau, Mollen, sichere Versorgung oder CO2-Bomben made in Austria. Wie sehen Sie das? Frau Christ, bitte. Wie ist Ihre Meinung dazu? Ja, ich möchte an das Eingangsstatement einmal anschließen und die Zahl 50%. 50% der verfügbaren Gasreserven müssen ungenutzt bleiben, um überhaupt das 2-Grad-Ziel erreichen zu können. Und dazu möchte ich einige Dinge klarstellen. Zum einen heißt es nicht auf gut Österreichisch, na, die Hälfte können wir sowieso verbrauchen, ne? Sondern das ist wirklich das absolute Upper Limit. Das andere ist, es sind schon relativ alte Zahlen, 3-4 Jahre alt, ne? Das heißt also, je mehr wir emittieren und je stärker die Klimaveränderung voranschreitet und an einem Tag wie heute spüren wir das wahrscheinlich ganz besonders, umso weniger wird das werden, was wir verbrauchen können. Und ich möchte nur eine Frage stellen, sag mal, Sie hätten vielleicht ein paar Millionen flüssig und so, würden Sie wirklich in die neue Produktionsstätte für ein Produkt investieren, wo Sie wissen, dass schon von der derzeitigen Produktion 50% Ladenhüter sind, 50% sind unverkäuflich. Würden Sie in ein Produkt investieren,
wo sie wissen, das wird es in 20, 30 Jahren verboten sein, weil es den derzeitigen Sicherheitsanforderungen nicht mehr entspricht. Ich meine, genau darum geht es. Es geht darum, dass wir auf netto null CO2, also fossile Brennstoffe kommen. Und ich möchte nur aus einem Bericht, das aus dem Jahr 2021 von der Internationalen Energieagentur zitieren, die sagen, also für ihre Szenarien sind keine neuen fossilen Lagerstätten, also Explorationen und Investitionen notwendig, sondern es geht alles, was sie sozusagen diese Transition zu einer Green Economy oder zu einem CO2-freien Energiesystem geht alles mit den derzeit vorhandenen Ressourcen, weil man immer sagt, naja, das Gas ist ja eine Übergangstechnologie. Das heißt also, es ist nicht notwendig aus energiepolitischer Sicht. Und dann noch, weil Russland angeschnitten wurde oder sehr oft sozusagen als Ausrede, eben der Angriffskrieg von Russland wird als Ausrede für diese Neuinvestitionen in fossile Lagerstätten genommen. Ich habe mir die Zahlen angeschaut, wenn man jetzt sagt, na, nur die Hälfte, maximal die Hälfte dürfen wir verbrauchen, der Anteil Russlands ist wesentlich weniger als die Hälfte von den derzeit verfügbaren Reserven. Das heißt, dass auch wenn wir überhaupt kein russisches Gas verbrennen, kommen wir über das Limit. Das heißt also, es macht einfach keinen Sinn, weder energiepolitisch noch klimapolitisch noch wirtschaftspolitisch, dass man in derartige Strukturen investiert. Und was mir eben das Ganze zeigt, ist, dass man es einfach mit der Klimapolitik nicht ernst nimmt, sondern irgendwie so, naja, das wird schon irgendwann vorbeigehen oder sagt, naja, also Carbon Dioxide Capture and Storage, das wäre vielleicht die Lösung. Das IPCC hat vor, ich glaube, fast 20 Jahren einen Bericht darüber gemacht und hat also die Risiken und die Möglichkeiten aufgezeigt. Aber es sind keine weiteren wirklich nennenswerten Investitionen passiert. Das heißt also, das ist auch eine, würde ich sagen, eine sehr gefährliche Wette auf die Zukunft. Also mein zusammenfassendes Statement, neue Investitionen in fossile Infrastruktur ist einfach nicht vereinbar mit einer verantwortungsvollen Klima- und Energiepolitik. Ja, vielen herzlichen Dank für das erste Statement. Frau Krumm-Kolb, wie sehen Sie das? Sichere Versorgung oder CO2-Bomben made in Austria? Ja, danke schön für die Einladung und für einen guten Abend. Ich möchte mit einem Bericht beginnen, der vor kurzem erschienen ist, eine Publikation von zwei dänischen Wissenschaftlern, die sich im Grunde genommen keine Klimawissenschaftler, sondern Komplexitätsforscher, die sich mit dem Atlantikstrom beschäftigt haben, mit der großen ozeanischen Zirkulation, die weltweit für eine Umverteilung der Energie, die von der Sonne ja ganz ungleich die Erde erreicht, sorgt. Und die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass nach ihren Berechnungen dieser Nordatlantikstrom, wir nennen ihn auch Golfstrom vereinfacht, dass der auf einen Kollaps zugeht. Und dieser Kollaps könnte im Extremfall, im extrem ungünstigen Fall bereits 2025 passieren. Wenn dieser Golfstrom kollabiert, heißt das, dass nicht mehr das warme Oberflächenwasser von den äquatorialen Bereichen nach Norden transportiert wird, sondern dass der Atlantik kälter wird. Das heißt, dass es bei uns ebenfalls deutlich kälter wird, innerhalb von wenigen Jahren deutlich kälter wird. Wir reden von ungefähr 5 Grad. Dass es darüber hinaus viel trockener wird, weil die Luft, die vom Atlantik kommt, einfach nicht mehr so feuchte beladen wird. Und viel stürmischer, weil der Druckunterschied zwischen Äquator und Pol viel größer wird. Und das hat dann ungeheure Konsequenzen, die ja natürlich logischerweise nicht nur meteorologischer Art sind, sondern die dann gesellschaftspolitischer Art sind und die letztlich mit großer Wahrscheinlichkeit auch zu erhöhten Terrorismus und Krieg führen. Das ist etwas, das könnte bereits, das ist jetzt nicht die wahrscheinlichste Variante, aber es ist ab 2025 nicht mehr auszuschließen. Wenn das jetzt eine einzelne Arbeit wäre, dann würde man sagen, naja, da müssen wir noch warten, das muss man noch genauer anschauen.
Das Problem ist, dass es schon eine ganze Reihe von Arbeiten gegeben hat, die immer in die Richtung gedeutet haben, dass diese Strömung gefährdet ist, dass sie sich abschwächt, dass erste Signale dafür viel früher auftreten in der Natur, als sie aus den Modellberechnungen zu erwarten waren. Das heißt, es ist nicht so völlig dahergeschneit gekommen, sondern es ist durchaus eine Folge von verschiedenen Untersuchungen mit unterschiedlichen Daten und unterschiedlichen Methoden berechnet. Das heißt, man muss es sehr, sehr ernst nehmen. Und damit komme ich zu dem, was eigentlich mein Ansatz grundsätzlich wäre, dass wir, wenn wir jetzt solche Gasvorkommen, wie sie hier zur Debatte stehen, wenn wir die nutzen, dass das eigentlich eine Lösung für ein kurzfristiges Problem ist und diese Lösung das langfristige in Frage stellt. Angesichts dieser neuen Studien kann man aber nicht einmal mehr sagen, das ist das Langfristige, sondern auch das ist ja schon kurz- und mittelfristig. Das heißt, sozusagen selbst diese Begründung, dass es als Übergang und dass es vorläufig einmal, die greift einfach nicht mehr, weil wir sehen, dass die Natur schon viel weiter fortgeschritten ist bezüglich der Auswirkungen des Klimawandels, bezüglich der Kipppunkte, die möglicherweise erreicht werden und die ja leider auch noch miteinander zusammenhängen. Das heißt, wenn die Nordatlantikströmung kollabiert, dann hat das Konsequenzen für andere Kipppunkte. Das heißt, wir stehen dann vor einer wirklich ganz globalen Klimakatastrophe, sehr, sehr kurzfristig. Das heißt, es ist vollkommen klar, wir müssen alles tun, um aus Fossilen auszusteigen, um die Treibhausgasemissionen auf null zu senken. Und zwar meines Erachtens noch viel schneller, als wir das ursprünglich gedacht hatten. Das heißt, es ist überhaupt keine keine Diskussion, dass wir jetzt noch in etwas investieren, was dann in 5 Jahren Gas zur Verfügung stellt, damit wir dann noch weitere Treibhausgase in die Atmosphäre bringen können. Ich glaube, das ist verantwortungslos und kann einfach nicht in keiner Weise verteidigt werden. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank. Reinhard Steurer, ich würde Sie bitten um Ihr Statement. Ich hoffe, dass das funktioniert mit dem Ton. Wie sehen Sie das? Wie würden Sie die Frage beantworten? Berling-Neptun wird normalen, sichere Versorgung oder CO2-Bomben made in Austria? Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt gut hören. Ja, passt. Sehr gut. Vorher bin ich über den Browser eingestiegen, weil die App sich aktualisieren wollte zum sehr ungünstigen Zeitpunkt. Schön, wenn es jetzt klappt. Also ich möchte es aus 4 Blickwinkeln kurz betrachten. Und jeder Blickwinkel ist Teil der politischen Debatte. Jeden Blickwinkel muss man ernst nehmen und dann ein Fazit draus ziehen. Der unternehmerische Blickwinkel ist ganz klar. Ne? Öl- und Gasunternehmen will rausholen, was geht, solange wir sie lassen. Und das wird auch passieren. Ne? Die werden jedes Molekül Kohlenstoff aus dem Boden holen, solange wir sie lassen. Das hat der saudische Minister so wortwörtlich sogar gesagt. Das ist das Ziel, weil es ihr Geschäftsmodell ist, weil sie damit Geld verdienen. Die Frage ist, lassen wir sie und sind wir imstande, das zu verhindern? Das ist dann die politische Frage. Bevor ich zu der komme, zur klimawissenschaftlichen Sicht. Und da haben meine Vorrednerinnen Klartext gesprochen. Also klimawissenschaftlich geht sich kein neues Gasfeld mehr aus. Ich möchte da kurz dazu auch ein Bild der Internationalen Energieagentur zeigen, das nochmal verdeutlicht. Die haben vor ein paar Jahren einen Plan für Klimaneutralität vorgestellt und der war nicht besonders ambitioniert. Und zwar haben sie das Einzige, was unter den Maßnahmen für 2021 gestanden ist, man kann es nicht allzu gut lesen, aber dann im grauen Feld steht, ab 2021, wenn wir Klimaneutralität ab 2050 erreichen wollen, dann dürfen keine neuen Öl- und Gasfelder mehr erschlossen werden, weil, wie gesagt, eben die bestehenden Reserven mehr als genug sind. Das war sehr moderat sozusagen und dann bis 2030 nicht allzu viel, 2025 noch keine neuen Gasboiler im Verkauf und so weiter. Also eine sehr simple Maßnahme, die sich auch mit der Klimawissenschaft natürlich deckt. Keine neuen Öl- und Gasfelder für einen wenig ambitionierten Kurs. Mittlerweile wissen wir, das Ganze ist viel schlimmer, viel schneller unterwegs. Jeder Sommer zeigt es wieder, dass uns die Physik da regelrecht um die Ohren fliegt. Also insofern kann man das nur bestätigen. Jetzt gibt es aber noch eine geopolitische Sichtweise. Diese
Dieser Fahrplan der Internationalen Energieagentur ist vor dem Russlandkrieg natürlich erstellt worden. Und natürlich kann man mit Recht argumentieren, naja, es ist schon ein legitimes Ziel, russisches Gas so schnell wie möglich zu ersetzen und besser quasi eins aus dem Westen zu verfeuern, als wie damit den Krieg in Russland weiter zu finanzieren. Ist ein untragbarer Zustand und ich würde sagen, kurzfristig ist es ein durchaus legitimes Ziel. Betonung ist wirklich drauf, geht es kurzfristig, geht es schnell, kann man damit tatsächlich russisches Gas reduzieren, speziell in Österreich, wo bei uns die Abhängigkeit nach wie vor enorm hoch ist. Geht es dann mit den Verträgen zusammen, die die OMV hat? Da ist ja garantiert worden, dass Österreich bis 2040 Gas aus Russland kaufen wird. Das sind Detailfragen, um die müssten sich dann andere kümmern. Aber unter dem Gesichtspunkt ist es natürlich legitim zu sagen, na, wenn wir russisches Gas ersetzen können, dann warum nicht? Dann kommt eine klimapolitische Sichtweise dazu und da ist es so, dass mir das ganze Spiel wirklich so erscheint, wie wenn ein Drogensüchtiger sich vor allem immer um neuen Stoff bemüht. Ja, also wir haben keine körperliche Drogensucht, keine körperliche Abhängigkeit von Fossilenergie, sehr wohl aber eine systemische. All unsere Systeme sind darauf ausgelegt. Wir merken tagtäglich, wie schwer es ist, von diesem Stoff runterzukommen. Und da könnte man jetzt quasi als Therapeut, als Drogentherapeut sagen, naja, wenn wir neuen Stoff besorgen, dann nur unter einem sehr strikten Plan, der vorsieht, wie wir eben den Drogenkonsum, den fossilen Energiekonsum, verbindlich ausschleifen. Und zwar möglichst rasch. Und der Plan fällt. Ja, also wir haben eine Drogensucht, eine fossile Energiesucht. Wir kümmern uns ständig um neuen Stoff, der möglichst billig sein muss. Und wir haben keinen verbindlichen Plan, diese Sucht hinter uns zu lassen. Und ja, wie bei der Drogensucht in Wirklichkeit führt das in eine Katastrophe. Also wir als Wissenschaftler können da quasi wie der Mediziner dem Patienten beim Sterben zuschauen. Und insofern unter diesen Umständen muss man für die österreichische Situation klar sagen, ohne verbindlichen Ausstiegsplan, den es nach wie vor nicht gibt, ist jedes neue Öl- und Gasfeld quasi neuer Stoff für die Drogensucht und das vergrößert das Problem. Hätten wir einen sehr verbindlichen Plan, ein verbindliches Klimaschutzgesetz, wo man davon ausgehen könnte, dass wir damit unsere eigenen Ziele einhalten könnten, würde das geopolitisch so sehen, dass es eine Berechtigung hat, aber den Plan gibt es nicht und der ist nicht absehbar. Unter den Umständen würde ich sagen, ist es wirklich unverantwortlich, einfach immer nur weiter Stoff zu besorgen. Danke. Vielen herzlichen Dank. Herr Salcher, wie sehen Sie das? Sie sind ja Geologe. Wie würden Sie das aus der Sicht eines Geologen sehen? Wie würden Sie diese Frage beantworten? Mikrofon einschalten, bitte. Ah ja, danke. Genau, habe ich es vorher ausgeschaltet. Ja, hallo, danke für die Einladung und guten Abend. Richtig, ich bin Quartiergeologe. Ich beschäftige ganz kurz vielleicht noch mit sozusagen der letzten Million Jahre, beschäftige mich vor allem auf regionalen Gebiete mit Klimaproxys. Und habe aber einen anderen Schwerpunkt auch, das ist tiefe Geothermie, also etwas sehr Nachhaltiges. Und das ist aber technisch gesehen durchaus etwas verwandt mit Öl- und Gasförderung, wenn es auch natürlich auf einem vollkommen nachhaltigen Weg, Gott sei Dank, passiert. Wie sehe ich das? Also ich muss all meinen Vorrednern absolut recht geben. Ich sehe, wie Frau Kolb gesagt hat, glaube ich auch, dass alles, wie wir jetzt sehen, es sind ja nicht nur die Nordatlantikströmung, was jetzt die dänischen Wissenschaftler, ich kenne die, ich habe sie auch gelesen, die Studie neulich rausgekommen ist, denken wir sozusagen an die Oberflächentemperatur des Nordatlantiks oder an jetzt die Hitzewellen, die es jetzt sozusagen in Südamerika gibt. Ja, es ist, Wissenschaftler zeigen, es ist wahrscheinlich, sind ratlos über die Dimension und die Geschwindigkeit, die das Ganze jetzt aufnimmt. Ja? Und ich sehe das auch so. Das ist eigentlich eine Katastrophe. Und am besten, man ließe sozusagen alles Öl und Gas so rasch wie möglich im Boden. Darüber besteht kein Zweifel. Jetzt ist vorher gefallen, Russland, es ist vorher auch gefallen, die USA. Meine Sorge ist, wenn wir jetzt von russischem Gas wegkommen, und das ist vorher erwähnt worden, und das müssen wir aus ethischen Gesichtspunkten und natürlich aus klimatechnischen Gesichtspunkten so rasch wie möglich, wir sollten dieses Gas drinnen lassen und sozusagen den Verkauf von Putin hier möglichst limitieren. Und das können wir tatsächlich, weil wir wissen, dass die Pipelines ja hauptsächlich nach Westen laufen und Putin sich da schwer oder Russland sich da schwer tut, andere Quellen so rasch zu erschließen. Wir müssen rasch davon wegkommen.
Ich sehe, dass andere Länder das schneller können. Das hat bei uns auch sozusagen, glaube ich, Gründe der Gasverteilung, wo das Gas reinkommt. Wir haben auch nicht so einen Mehranschluss. Aber ich sehe jetzt da zum Beispiel, dass viele andere Länder jetzt hier mit Shale-Gas oder mit LNG-Gas, also mit verflüssigtem Gas hier operieren, um hier Ausgleich zu schaffen. Und das ist eigentlich unerträglich, noch viel unerträglich. Wenn ich das richtig verstehe, ist seit der industriellen Revolution ein Drittel der Erderwärmung auf Methan sozusagen zurückzuführen. Und auch, dass sozusagen bei der LNG-Vorbereitung ungefähr 30% Methan, das 100-mal klimaschädlicher ist als CO2 an die Atmosphäre. Jetzt müssen wir sich vorstellen, wenn ich so Methan in Schiffe von Amerika in Schiffe verlade, um es zu komprimieren, es mit dem Schiff zu transportieren und es wieder sozusagen von der Verdichtung wieder gasförmig mache, gehen ungefähr 30-35% verloren. Methan, das ist also nicht verbrannt, das ist 100-mal klimaschädlicher. Und nicht zu sprechen von, und da passiert jetzt viel, wir Europäer haben einen gigantischen Bedarf und Amerika denkt sich, ja, es ist ein sicherer Partner sozusagen, da gibt es natürlich auch soziale Spannungen, weil hier Indianerreservate auf Teufel komm raus gefördert wird. Und das darf man ja auch nicht vergessen, das gilt natürlich auch für Russland. Wir brauchen uns nichts vormachen, wie dort Öl und Gas gefördert wird. Also dort werden die Bohrstellen nicht verschlossen. Das heißt, dort die ausgeförderten Bohrstellen, da geht das Methan an die Oberfläche. Die sind nicht versiegelt sozusagen oder schlecht versiegelt. Ja? Das kann man messen, das kann man feststellen. Und das darf nicht passieren. Das heißt, es darf nicht passieren, dass wir sagen, okay, wir sagen jetzt, wir gehen weg von unserem, vor allem russischen Gas oder substituieren das, was unbedingt notwendig ist, und substituieren das eben durch die LNG-Terminals, die jetzt überall gebaut werden und die schon genutzt werden sozusagen. Weil das noch ein zusätzlicher Kick ist, den wir nicht im Blick haben, vielleicht sogar zu wenig im Blick haben. Da gibt es die Studien von Robert Howard, die also wirklich atemberaubend sind, dass also der da schätzt, dass es 50% der letzten Dekade nur auf Methan zurückgeht und dass also dieses Methan, was man feststellt, das kann man also an der Isotopie feststellen, dass das viel mehr Methan aus Schiefergasquellen beinhaltet, als man bisher gedacht hat. Also vorher hat man gedacht, das Methan kommt vor allem aus Mooren, das kommt es sicher auch, aber dass dieser Anteil des Schiefergases viel, viel größer ist. Und deswegen würde ich plädieren, Hände weg von LNG-Gas, wann immer es geht, Hände weg von russischem Gas, wenn es irgendwie geht, und sage, da bin ich natürlich auch mit dir, Reinhard, absolut überein, es braucht einen Plan, wir müssen so rasch wie möglich weg. Solange wir aber irgendein Gas noch verwenden, es braucht unbedingt einen verbindenden Plan, einen sehr steil abflauenden Plan. Solange wir noch irgendein Gas verwenden, sollte das aus lokalen Quellen kommen. Wittau ist jetzt ein Beispiel, das ist nicht ein großes Gasfeld, das ist ein halbes Jahr Verbrauch von Österreich. Das ist sozusagen, wäre theoretisch sofort am Netz angeschlossen. Das heißt, wir haben da eine Gasinfrastruktur ja gegeben. Im Weinviertel wird ja nach wie vor Öl und Gas gefördert. 8%, glaube ich, oder 10% sind es momentan in Österreich. Und wenn ich jetzt also die Pläne vom Bundesministerium anschaue für Umwelt, wollen wir immer noch, auch wenn die natürlich viel zu unambitioniert sind, das sehe ich absolut so, soll die inländische Aufbringung immer noch fast die Hälfte 2030 sein. Und wenn es irgendwie möglich ist, sollte man natürlich das reduzieren, aber möglichst durch lokale Quellen, vor allem durch solche Quellen, die rasch nicht jetzt Jahre brauchen, nicht jetzt. Wir hören jetzt immer so, ein Feld muss entwickelt werden, das muss sofort möglich sein. Und das sind die genannten Quellen in der Regel relativ rasch, mit Ausnahme vielleicht von Rumänien, da habe ich zu wenig Einblick. Genau. Mhm. Vielen herzlichen Dank. Wir haben jetzt sehr viele Informationen bekommen, auch spannend, auch besorgniserregend, auch interessant, wieso dann die OMV eigentlich so weiter handelt, also wie auch immer. Es gibt, bevor ich noch Fragen stelle, es gibt gleich hier Meldungen, es haben gleich drei Personen die Hand gehoben und Renate Christ war die erste und ich würde Sie bitten, einfach gleich loszulegen. Die Stummschaltung müsste noch aufgehoben werden. Ah, jetzt.
Ja, ich habe ein bisschen ein ungutes Gefühl, wenn man sozusagen die Message verbreitet, österreichisches Gas ist gutes Gas. Denn es wird verantwortungsvoll produziert und so weiter. Ne? Ich meine, ich verstehe die Methanproblematik, nur ich glaube, das sollte uns eigentlich bekannt sein und auch also was das russische Gas betrifft, denn ich meine, entlang der Pipelines hat man überall die Leaks und hat man überall die Methanemissionen und eigentlich bis vor einem Jahr oder so war, glaube ich, der ÖMV das nicht so richtig ein großes Problem. Also ich verstehe schon, dass man eben eine gewisse Transformationszeit braucht, aber vielleicht bin ich einfach schon so lange in dem Geschäft, dass ich sage, na, mir geht einfach die Geduld aus jetzt. Wir sagen vor 30 Jahren hat man noch gesagt, naja, Gas ist eine Übergangstechnologie, aber bitte 30 Jahre haben wir jetzt Zeit gehabt, um sozusagen diesen Übergang zu implementieren und darum würde ich also schon sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man sagt, naja, wir sollen in moderatem Maßstab und innerhalb von einem Plan können wir doch noch Gasfelder explorieren und installieren in Österreich. Also ich habe da, wie gesagt, das ist ein sehr, sehr ungutes Gefühl und ich glaube einfach, dass wir, ich meine, man muss sich ja mal eine klare Berechnung machen, wie geht sich die Transformation jetzt aus, aber wirklich volle Kraft in Netzausbau, in Speicherausbau. Denn was immer gesagt wird, naja, das Gas braucht man ja für die Netzstabilisierung. Bitte seit, ich weiß nicht, gefühlt 20, 30 Jahren sagen wir, der Netzausbau ist wichtig, genau um eben die verschiedenen volatilen erneuerbaren Quellen zu balancieren. Ich glaube, man sollte sehr wohl, also die Nachricht sagen, bitte mit aller Kraft in die Zukunft investieren und nicht in eine Übergangstechnologie, die dann immer Gaskraftwerke, die halten 30, 40, 50 Jahre. Aber ungefähr 7 Jahren sollten wir auf -30% beim Gas sein. Und in 25 Jahren sollten die ganzen Dinge abgeschaltet werden. Das heißt also, wenn da jetzt wirklich wir massive Investitionen zulassen, dann fehlt das woanders, beziehungsweise wir manifestieren einfach das fossile Zeitalter oder wir riskieren eben diese befürchteten Stranded Assets, die vielleicht in Österreich nicht so ein großes Thema sind, weil wir zum Beispiel, also die Pensionskassen sind bei uns nicht also von Investitionen abhängig, aber in anderen Ländern ist es zum Beispiel, also das Divestment von Pensionskassen ist ein sehr, sehr großes Thema, dass man sagt, nein, also in fossile Infrastruktur wird nicht mehr investiert, da wird also mein Pensionsfonds nicht mehr investiert. Ne? Also ich glaube also sehr wohl, dass man einfach vorausdenken soll und nicht so zaghaft nur immer der Vergangenheit verhaftet sein soll. Mhm. Vielen Dank. Herr Steurer war der Nächste, der sich gemeldet hat. Genau, ich möchte mein Statement mit dem von Bernhard verknüpfen. Ich denke nicht, dass er sagen wollte, österreichisches Gas ist sauber. Also die Botschaft muss eindeutig sein, Gas ist so klimaschädlich wie Kohle. Ja, wegen den angesprochenen Methanemissionen ist es wirklich gleichwertig klimaschädlich. Aber Fracking-Gas ist noch dreckiger wie Kohle. Ich glaube, das ist der Punkt. Und somit verstehe ich natürlich die Überlegung, dass man sowohl aus russischem Gas als auch aus Fracking-Gas aussteigen soll. Ins Fracking-Gas steigen wir allerdings gerade neu ein, um russisches Gas zu ersetzen. Ja, das ist das Problem. Und dann verknüpfe ich seine Botschaft, dass das Gasfeld nicht allzu groß ist, das reicht nur ungefähr für einen Halbjahresverbrauch, mit meinem Anliegen. Irgendwie kommen wir nicht auf die Idee, dass dieser Halbjahresverbrauch, bis das Gas dann gehoben wird, hoffentlich und vielleicht den Zweijahresverbrauch decken könnte, nämlich dass wir bis dahin
die Fossilabhängigkeit schon so reduziert haben, den Gasverbrauch so reduziert haben, dass der Jahresverbrauch gesunken ist und das Gasfeld schon mal deutlich länger reicht. Also das ist der Punkt, den ich machen möchte. Es braucht diesen verbindlichen Plan, wo man sagt, okay, bis das Gas gehoben wird, reicht es für 2 Jahre. Und so schaut es aus. Und wenn das die Grünen, sofern das in dieser Regierung noch entschieden wird, gescheit machen, dann junktimieren sie die Zustimmung zu diesem Gasfeld auch mit einem Klimaschutzgesetz, das das garantiert. Meine Befürchtung ist allerdings, dass sie dem Gasfeld zustimmen ohne Jungtim, ohne klimapolitischen Handel sozusagen. Warum? Weil sie sonst in der politischen Diskussion dargestellt werden als diejenigen, die das österreichische Gas verhindern und somit die russische Abhängigkeit aufrechterhalten. Also da sind sicher politische Spiele einzukalkulieren und das eröffnet quasi neuen Spielraum für klimapolitische Entscheidungen, wenn man sich gescheiden muss. Bevor ich, Frau Kramkoll, Entschuldigung, bevor ich Sie dran nehme, möchte ich noch kurz nachhaken, weil mir das sehr wichtig ist. Jetzt wird von 2 Seiten schon von einem Plan gesprochen, aber hat denn die OMV einen solchen Plan? Ich meine, soweit mir bekannt ist, laufen die Verträge mit Gazprom noch ziemlich lange. Das heißt, ein Ausstieg aus russischem Gas ist derzeit nicht in Sicht. Und zusätzlich gibt es das neue Feld in Rumänien mit Neptun. Zusätzlich gibt es jetzt den Feld mit Berling in Norwegen. Und jetzt noch in Österreich dann noch dazu ein kleines Feld. Also das sieht ja nicht danach aus, als würde man reduzieren wollen, sondern es wird immer mehr. Der Plan, den ich meine, ist natürlich eine Art Klimaschutzgesetz oder ein Ausstiegsszenario, das verbindlich ist, das muss von der Politik kommen. Ein Unternehmen wird nie so einen Ausstiegsplan vorlegen, denen einer bestreben ist, so lange im Geschäft zu bleiben wie möglich. Und das hat man gerade unlängst gesehen anhand von Zahlen, die Greenpeace vorgelegt hat. Die OMV investiert, ich glaube, 1% in erneuerbare Energien. Die restlichen Investitionen gehen alle nach wie vor in Öl und Gas. Weniger Shell. Das ist deren Geschäft, ja. Weniger Shell übrigens, ja, ich kenne den Bericht, habe es auch gesehen. Ja. Also auf Unternehmen braucht man nicht warten, auch auf deren PR, die uns natürlich verkauft, dass das besser ist wie russisches Gas, sollte man nicht reinfallen. Auch nicht auf die PR, dass Gas sauberer ist wie Kohle, ist es nicht, was Klimaschädlichkeit betrifft. Und die Regierung ist gefordert, einen Plan vorzulegen, wie wir da rauskommen. Und dann können wir eben über neuen Stoff reden sozusagen. Okay, danke schön. Frau Kramkoll, bitte. Ja, danke. Das klingt zwar gut, dass wir sagen, wenn wir einen Ausstiegsplan haben, dann können wir über neuen Stoff reden. Aber das Problem ist ja, dass wir zwar dann sozusagen saubere Hände haben, weil wir nicht mehr russisches Gas haben, aber das heißt ja nicht, dass das russische Gas in dem Ausmaß unter der Erde bleibt, sondern das hat dann nur irgendwer anderer. Das heißt, ich sehe das, also den politischen Handel, wenn wir damit ein gutes Klimagesetz bekommen, dann mag es das wert sein. Dem Klima nützt es nichts. Das muss man sagen. Dem Klima schadet es so und so. Also vielleicht, wenn man das, was Österreich da mit seinem Klimagesetz erreicht, ist auch wichtig, aber de facto, also von den Emissionsmengen her, wird es keinen Unterschied machen. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, glaube ich, dass wir einfach wahnsinnige Heuchler sind in Europa. Es wird überhaupt nicht diskutiert über russische Beteiligung an der Kernenergie. Es wird praktisch wenig diskutiert über das ganze Diamantengeschäft. Das Gasgeschäft ist ja nur eines von vielen. Und jetzt haben wir in Niger noch diesen Umsturz gehabt. Die Generäle dort haben gesagt, sie wollen Frankreich kein Uran mehr liefern. Niger ist, glaube ich, der 7. größte Uranlieferant der Welt. Frankreich wird daher noch stärker von Russland abhängig sein. Das heißt, die Europäische Union wird noch weniger auf dieses Thema einspringen. Und ich habe nicht gehört, dass Österreich sich hier stark gemacht hat und gesagt hat, wir müssen aussteigen, wir müssen aussteigen, wir müssen aussteigen. Das heißt, ich glaube, das ist heuchlerisch. Und deswegen glaube ich, dass man das einfach auch so nennen muss. Und entweder man versucht es insgesamt oder eben man versucht nicht, sich die Hände in diesem Fall reinzuwaschen, ohne dass es wirklich fürs Klima gesehen einen wesentlichen Vorteil bringt. Und ich möchte noch etwas sagen. Es muss uns, glaube ich, schon klar sein, dass wir, damit wir die Klimaziele erreichen, damit wir sozusagen eine gute Zukunft für uns und vor allem für die nächsten Generationen erreichen, werden wir zwischendurch einfach auch Reduktionen von allem Möglichen in Kauf nehmen müssen. Wir werden Umstellungen in Kauf nehmen müssen, da werden manche unangenehm sein. Aber das ist der einzige Weg, der zu einer guten Zukunft führt. Und wenn wir jetzt immer versuchen, das abzuschwächen, immer versuchen zu vermitteln, aber wir können ja trotzdem so weiter tun wie bisher, dann werden wir diese notwendigen Maßnahmen nicht
nicht verkaufen können, nicht umsetzen können. Wir werden die Bevölkerung nicht dafür bekommen. Und es muss schon klar sein, dass es eben bei schwierigen Problemen so ist, dass wenn es so am Anfang so ausschaut, als alles weiterginge, dass es dann nachher eben nicht mehr lösbar ist. Das heißt, das eine ist sozusagen zuerst hinunter und dann hinauf zur guten Zukunft. Und das andere ist, wenn man jetzt immer versucht, immer besser zu bleiben oder wenigstens nicht schlechter zu werden, dann führt das am Ende einfach in den Abgrund. Und ich glaube, das muss uns klar sein. Und daher müssen wir in Kauf nehmen, dass jetzt manches nicht so läuft, wie es vielleicht sich jeder wünschen würde. Aber ich glaube, es gibt kein verantwortungsvolles Argument für die Zukunft, wo man sagt, ja, kein Problem. Übrigens hat es bei der OMV vor vielen Jahren einen Future Energy Fund gegeben. Da war ich sozusagen auch bei der wissenschaftlichen Begleitung dabei. Und da ist jedes Mal, wenn ein Projekt sozusagen von den Mitarbeitern der OMV identifiziert wurde, wo man sagt, das wäre eine Möglichkeit, dass wir ein weiteres Standbein haben, das mit erneuerbaren Energien arbeitet, ist jedes Mal nachher die Rechenabteilung gekommen und hat gesagt, aber wenn wir dasselbe Geld in Öl investieren, sind wir besser dran. Das heißt, das machen wir nicht. Und das ist im Grunde genommen Projekt für Projekt so gegangen, bis dann der Vorstand gewechselt hat und der ganze Future Energy Fund aufgelöst wurde, ohne dass ein wirklicher Schritt gemacht wurde. Natürlich zahlen wir jetzt dafür. Ja, wir müssen eben auch zahlen und das müssen wir in Kauf nehmen, dass wir eben auch durch eine Durststrecke durch müssen, bis wir mit den Erneuerbaren wirklich so weit sind, wie wir dann hoffentlich auch sein wollen und können, unter Berücksichtigung alles dessen, was wir sowieso einsparen können, weil wir effizienter werden und weil wir es in Wirklichkeit gar nicht brauchen. Heißt das eigentlich, man kann sagen, wenn man sich die Frage stellt, warum machen wir denn so weiter, oder warum macht die OMV zum Beispiel so weiter wie bisher und investiert nicht mehr in Erneuerbare und in solche Projekte, es geht einfach ums Geld, oder ist das einfach viel profitabler? Ja, es ist nicht nur profitabler, es ist gesetzlich vorgeschrieben. Es müssen die CEOs dieser Firmen schauen, dass sie möglichst viel Profit machen. Das ist ihre Aufgabe. Das heißt, man muss diese Gesetze ändern. Man muss sagen, dass sozusagen die Aufgabe der Aktiengesellschaften, die Aufgaben der Firmen nicht nur ist, Profit zu erwirtschaften, sondern gleichzeitig, da muss sozusagen der Umweltschaden dem entgegengerechnet werden. Und ich würde Ökozid für eine wirklich gute Lösung halten, dass es auch rechtliche Möglichkeiten gibt, dass man diejenigen CEOs oder diejenigen Menschen in der Wirtschaft oder auch in der Politik, die bewusst in Kauf nehmen, dass Umwelt geschädigt wird, das Klima geschädigt wird, dass die auch ganz persönlich haftbar gemacht werden. Da gibt es Bemühungen drum. Österreich hat am Anfang, wie das römische Statut entwickelt wurde, war es sehr dafür, hat das auch unterstützt. Das ist dann auf Betreiben von Niederlanden und anderen sehr fossiltätigen Ländern nicht zustande gekommen. Aber es wäre ja jetzt durchaus eine Möglichkeit, sich hier wieder als Österreich ganz massiv dahinter zu setzen. Ich glaube, die Chancen stehen nicht so schlecht, dass man es jetzt durchbringen könnte. Dankeschön. Herr Salcher, bitte. Ja, vielen Dank. Ich kann mich auch noch an diesen Future Energy Fund erinnern. Ich glaube, 300 Millionen Euro waren das. Ich habe mich deshalb daran gut erinnern können, weil auch Geothermie da im Gespräch war, groß anzukündigen. Das ist leider auch nicht gekommen. Ich glaube, ein Genickbruch war unter anderem auch die Wirtschaftskrise 2008, die dann, dass das alles praktisch von heute auf morgen eigentlich eingestellt wurde und dieses ganze Geld kassiert wurde, leider. Aber ich glaube auch nicht, dass wir uns auf irgendwelche Firmen oder Ölfirmen verlassen können. Ich denke auch, das kann man absolut vergessen. Was ich noch sagen wollte, ist, dass wir natürlich mit aller Kraft aussteigen müssen, keine Frage. Und ich das auch so sehe, dass im Umgang mit Russland viel Heuchelei betrieben wird. Aber ich frage mich sozusagen, ob man nicht zusätzlich das schlechte Gas, also gerade wenn es um LNG-Gas geht, also wenn es um Schiefergas geht, da war die berechtigte Frage von Frau Christ, da habe ich jetzt keine Zahlen, das weiß ich jetzt nicht, wie viel tatsächlich auf konventionellen Wege verloren geht, sozusagen an Methan, das wird wahrscheinlich nicht so viel sein, wird auch noch einige sein, einige Prozent, aber wohl 30-35%, das sind schon enorme Summen beim LNG-Gas. Wenn man sozusagen sagt, hat ja auch sozusagen die Umweltkomponente, also wenn ich nochmal das LNG-Gas, das ja immer im Gespräch ist, aus Russland, das hat ja aus den USA,
Es hat ja auch die Umweltkomponente. Das heißt, es gibt ja enorme Verschmutzungen. Man spricht also sozusagen im Golf von Mexiko und der krebserregenden Küste. In Ohio, Pennsylvania, West Virginia, Pittsburgh, wo auf Teufel komm raus gefördert wird, haben die Leute, sind wirklich krank. Also da gibt es also sozusagen begleitende Krankheitserscheinungen, abgesehen von der Umwelt, die da zerstört wird. Also das heißt, man kann hier wirklich auch eine zusätzliche regionale Ächtung aussprechen, sozusagen, die ich finde noch verstärkend vielleicht wirken kann, sozusagen das möglichst einzuschränken. Und was Russland betrifft, da ist vielleicht die Hoffnung, sozusagen, auch wenn man das einschränkt, ich hoffe, dass wir da sozusagen, also global schneller sind. Ist vielleicht eine naive Hoffnung, dass Russland wirklich einen größeren Teil seiner Reserven im Boden lassen muss, nämlich wenn Europa sagt, nein, das vermeiden wir, das reduzieren wir, weil einfach die Pipelines nach Asien, auch wenn sie ausgebaut werden, noch nicht in der Lage sind, solche Mengen nach China zum Beispiel zu transportieren, sozusagen in der Hoffnung, dass man sozusagen hier wirklich auch praktisch Russland keine vernünftigen Abnehmer mehr findet. Weiß ich nicht, aber das wäre sozusagen eine Hoffnung. Also die Message auch sozusagen zusätzliches LNG-Gas viel mehr auch zu ächten, nicht nur aus klimatechnischer Sicht, vor allem auch, aber nicht nur, sondern auch, dass wir sagen, okay, hier werden wirklich Leute auch tatsächlich vor Ort geschädigt. Und im Übrigen möchte ich auch nicht die russischen Öl- und Gasfelder sehen, wie das dort ausschaut und wie die Förderungen dort ausschauen, wie dort die Tundra zerstört wird, ja. Da haben wir, glaube ich, keine Ahnung, wie gesagt, ich nehme sicher keine Firmen in Schutz, sicher nicht, aber natürlich hier vor Ort die besseren Auflagen, und da schauen man mehr hin als irgendwo in der Tundra oder der Taiga Russlands. Ja. Also das ist ja die nächste Katastrophe, nicht? Auch ganz lokal gesehen. Also da, finde ich, könnte man vielleicht auch noch mehr Ächtung berechtigterweise sozusagen aussprechen, um hier bewusst zu machen, weg von diesem giftigen Stoff. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Wir sind jetzt schon ungefähr. Ah ja, Herr Steurer möchte noch was dazu sagen. Bitte sagen. Ich glaube, um das zusammenzufassen, an dem Thema sieht man ganz schön, wie unernst wir das alles nehmen. Ja, also, dass LNG-Gas eines der dreckigsten Gase ist, das man fördern kann, eigentlich egal. Dass Methanleckagen in sehr vielen Förderländern ganz krass sind, also da reden wir in einem Förderland, Turkmenistan, von den Jahresemissionen von Großbritannien, kümmert niemand. All das zeigt uns, das ist uns eigentlich nicht interessiert. Ja. Und im Grunde interessieren uns ja auch unsere nationalen Emissionen nicht. Ob wir da auf Kurs sind für das 2030 oder 2040 Ziel, wird kurz mal in den Medien diskutiert, und in Wirklichkeit ist einer Mehrheit der Bevölkerung egal. Wir hätten schon gern Klimaschutz, aber möglichst so, dass wir es nicht merken. Da sind wir wieder bei der Heuchelei und beim Scheinklimaschutz, den ich so oft zitiere. Und das ist das Grundproblem auch bei diesem Gasthema, das immer im Hintergrund liegt, wenn es um Klima geht. Wir meinen es nicht ernst. Ja. Und insofern ist quasi schon vorhersehbar, wie diese Entscheidung ausfallen wird und wie das auch die Mehrheit der Bevölkerung in Österreich sehen wird. Und insofern ist das wirklich alles miteinander wenig hoffnungsvoll im Moment. Ja. Also wir haben im Grunde seit 2019 Rückschritte gemacht, tatsächlich durch die Pandemie, durch das Bedürfnis vieler Menschen, möglichst normal weiterleben zu können, wo wir doch solche Einschränkungen hatten. Mit dem Ergebnis, dass die Klimakatastrophe dadurch größer und größer wird. Ob durch Gas oder durch andere Dinge. Dankeschön. Frau Krumm-Koll, bitte. Das war jetzt sehr defätistisch. Und ich glaube, dass... Ja, natürlich. Man kann auch sagen, realistisch. Aber umgekehrt glaube ich, dass eben genau solche Diskussionen, die tatsächlich in Österreich stattfinden. Also wenn wir über ein Gasfeld irgendwo anders diskutieren, dann hat das eine andere Qualität, wie wenn wir über ein Gasfeld in Österreich diskutieren. Selbst wenn es ein OMV-Gasfeld in Rumänien ist, interessiert uns das weniger wie eben ein Gasfeld in Moldau oder so. Und daher glaube ich, dass es ganz wichtig ist, diese Diskussion tatsächlich zu führen und sie sehr kritisch und sehr, sehr, sehr ehrlich zu führen und einfach darauf hinzuweisen, dass das einfach nur ein Plus an Gas ist und nicht irgendwie ein Ersatz von. Der Ersatz von ist sozusagen vielleicht national ein Ersatz von. Selbst das ist ja nicht gesichert, weil es ja noch nirgends steht, wer dieses Gas bekommt. Nicht? Also sozusagen, es wird zwar in Österreich gefördert, aber wer es kriegt, weiß ja kein Mensch. Abgesehen davon, dass es ist global gesehen kein Ersatz, sondern es ist global gesehen ein Plus.
Und das, glaube ich, muss man ganz ehrlich und offen sagen. Und ich glaube, wenn wir diese Diskussion in Österreich führen, dann wird vielleicht wieder mehr Bewusstsein kommen, weil es ist gerade was vor der Haustür passiert, wenn man das kombiniert jetzt mit den Extremereignissen, die ja jetzt Österreich auch sehr stark betroffen haben und sehr unterschiedliche Teile von Österreich in unterschiedlicher Weise. Ja, vielleicht schaffen wir noch eine ganz große Demo am 19. September. Dann kommt vielleicht schon Bewegung hinein. Also ich glaube, dass auch dieser Wunsch, dass wir ein nationales Klimagesetz haben, das wirklich hält, ist, glaube ich, einer, wo man sagen muss, da wollen wir, dass alle Parteien mitspielen. Also zumindest alle, die irgendwo bereit sind, dazu mitzumachen. Und das ist der Großteil. Das heißt, ich glaube, wir sollen nicht die Hoffnung aufgeben, sondern einfach weiterkämpfen und das nützen. Gerade diese Diskussion innerhalb Österreichs wirklich hinaustragen, und deswegen bin ich um diese Diskussion froh, aber wirklich auch hinaustragen in die Gegenden, die betroffen sind und das nicht einfach vorbeigehen lassen, diese Chance, das Thema zu Hause zu diskutieren. Danke. Dankeschön. Das ist sicher ein guter Punkt, die persönliche Betroffenheit. Das ist einfach, man fühlt sich anders, als wenn es irgendwo passiert. Ne? Frau Christ, bitte. Ja, ich möchte genau hier bei dem Punkt anschließen, denn ich glaube auch, dass man einfach ganz klar kommunizieren muss, okay, es gibt bei allen Gasförderungen und Pipelines und so weiter Probleme, ist schon okay, aber das darf nicht als Ausrede dafür gelten, dass wir eben jetzt neue Installationen, neue Bohrungen, neue Erschließungen machen. Eben aus klimapolitischer Sicht ist das ganz einfach völlig kontraproduktiv und eben auch völlig unnötig. Ich meine, die Internationale Energieagentur hat es 2021 also ganz klar gesagt, es sind keine neuen Erschließungen notwendig und sind überhaupt nicht vereinbar mit den Zielen, die wir uns in Paris gesteckt haben. Und ich glaube, eine ehrliche Diskussion oder auch, wie die Frau Professor Kolb vorher gesagt hat, es wird Einschränkungen geben müssen, es wird Veränderungen geben müssen in der Transformation. Aber ich glaube, dass wir der Bevölkerung, der österreichischen Bevölkerung da vielleicht etwas Unrecht tun, denn ich glaube, eine ehrliche Diskussion und ehrliche Argumente, die sind sehr wohl, also dafür sind die Leute sehr wohl zu haben. Also ist zumindest meine Erfahrung. Aber was eben nicht gutiert wird, ist so ein Schlingerkurs. Na ja, wir machen Klimaschutz, aber nicht so richtig. Also ich glaube, damit verliert man eben die Leute. Aber wenn man ganz klar sagt, okay, in die Richtung geht's. Und auch wenn man sagt, Leute, es stimmt, wir haben es in den letzten Jahren vergeigt, ne? Also wir haben einfach nicht genug gemacht, ne? Dass man, also ich glaube, mit einer offenen, klaren und ehrlichen Diskussion, dass man das ja wohl die Leute mitnehmen kann. Dankeschön. Herr Storer, bitte. Ganz kurz dazu. Ich befürchte, dass eine Mehrheit der Wahlbevölkerung im Moment das Argument wählt, na, Österreich macht ja nur 0,2% der weltweiten Emissionen aus, ist ja egal, was wir tun. Das Argument wird von der FPÖ und von der ÖVP massiv bespielt. In jeder politischen Diskussion kommt das mehrfach vor. Es ist fünffach falsch. Ja. Ich kann gar nicht so oft zählen, wie oft ich versucht habe, das zu widerlegen. Es kommt immer wieder. Und es kriegt bei den meisten Menschen Kopfnicken, ja, eben, stimmt ja, was soll man, zumindest dann mit Hausverstand, so dass man es nicht merkt. Ja. Also insofern ist tatsächlich auch diese Gasfördergeschichte eine tolle Gelegenheit, das Thema zu Hause zu diskutieren, mit Betroffenheit und dann auch darauf hinzuweisen, dass wir auch Verantwortung haben, im Rahmen der EU nämlich. Ja. Wir sind nicht allein Vertragspartner vom Pariser Abkommen, sondern als EU-Mitglied. Und die EU wird die Vereinbarung nur einhalten können, wenn alle Mitglieder liefern, auch die Kleinen. Gut, danke schön. Ja, es gibt mittlerweile einiges an Fragen. Einige sind konkret an Personen gerichtet, einige einfach so. Da, wer sich angesprochen fühlt, kann sich dann gerne melden. Die erste Frage, die im Chat gestellt worden ist, geht an Herrn Salcher oder Herrn Steurer oder beide.
Wäre eine Zweckwidmung von Gewinnen aus Öl-Gasförderung für Erneuerbare bzw. eine 100% Besteuerung Gewinnverbot für fossile Energie ein Lösungsansatz? Reinhard, magst du da antworten? Ich glaube, das ist vielleicht eher dein Thema, oder Reinhard? Weiß ich nicht. Steuer. Das ist eine komplexe Geschichte, weil dann kommt so, wenn man in die Richtung was versuchen würde, kommt sofort, naja, das muss man ja global regeln. Ja, also würde man jetzt in Österreich versuchen, die Gewinne der OMV komplett abzuschöpfen, dann wäre die Firma nicht mehr konkurrenzfähig mit den anderen Ölfirmen, und würde man das europaweit machen, dann wäre Shell BP nicht mehr konkurrenzfähig mit Exxon. Tatsache ist, so wie es im Moment ist, ist es katastrophal. Ja, da wird Profit gemacht mit einer Katastrophe, und das ist im Grunde ein großes Verbrechen. Wie man das irgendwie politisch so lösen kann, dass das global sinnvoll gemacht wird, ich weiß es nicht. Weil die USA wäre bei so einer Lösung ziemlich sicher nicht dabei. Wir haben es ja nicht einmal bei den Übergewinnen geschafft, die so abzuschöpfen, dass man sagen kann, da ist irgendwie angemessen, was zurückkommen zu den Leuten. Also da kann man jetzt akademisch natürlich viel herumphilosophieren, politisch realistisch ist nichts davon, wie man gesehen hat, nicht einmal in den kleinen Lösungen ist da wirklich was gelungen. Leider. Genau, ich kann nur zustimmen, ich glaube auch nicht, dass das realistisch ist, leider. Okay, was könnte man dann machen? Das ist ganz einfach. Wir müssen den Markt für fossile Energie kaputt machen. Und das funktioniert nur politisch mit sehr strengen Auflagen und einem Preismechanismus. Ja. Also die Fossilfirmen werden es nicht im Boden lassen, die werden das rausholen, solange es einen Markt dafür gibt. Und der Markt muss politisch so reguliert werden, dass eben die Erneuerbaren attraktiver sind. Und das geht nicht ohne politische Regulierung. Das ist übrigens auch der Grund, warum viele konservative, liberale, neoliberale Parteien so ein großes Problem mit Klimaschutz haben, weil deren Credo, freier Markt, möglichst wenig politische Eingriffe, eben nicht mehr funktioniert. Und dann verleugnet man, verharmlost man das Problem und sagt, das machen wir freiwillig und mit Hausverstand, weil ihnen diese harte Regulierung, die notwendig wäre, einfach zuwider ist. Das Ergebnis ist, so schaffen wir es halt nicht. Und so erreicht man die Ziele nicht, und das schon seit Jahrzehnten. Frau Kronkolpe. Ja, ich glaube, dass das richtig ist, aber dem kann man entgegensetzen, dass wir während der Corona-Krise gesehen haben, dass man sehr wohl eingreift in den Markt, und zwar ganz gewaltig. Und bei der Bankenkrise genauso. Und ich glaube, diesen Mythos vom freien Markt, den muss man einfach zerstören. Und gegen den muss man ständig auftreten. Es gibt den freien Markt nicht. Und daher hat es auch keinen Sinn, sich auf ihn zu berufen. Das ist, glaube ich, die eine Seite. Und das andere ist zwar vielleicht ein Detail, aber vielleicht kein unwesentliches. Was Österreich auch machen könnte, ist sich wenigstens den Ländern anschließen, die aus der Energiecharta austreten wollen. Denn diese Energiecharta, ich weiß nicht, ob das allen geläufig ist, das ist ein Vertrag, der abgeschlossen wurde, der im Grunde genommen all den Firmen, die, also nicht nur den fossilen, aber jetzt ist vor allem relevant für fossile Firmen, die sich in bestimmten Gegenden erhofft haben, dass sie da Gewinne machen, dass die Möglichkeit haben, die Staaten, die sie daran hindern, dort zu bohren oder zu fördern, dass sie die Staaten sozusagen haftbar machen können für die entgangenen Gewinne. Und was ich völlig absurd finde, ist, dieser Vertrag, aus diesem Vertrag kann man nur mit einer Verzögerung von 20 Jahren aussteigen. Also wie ein Politiker einen derartigen Vertrag unterschreiben kann, und das ohne Zustimmung eines Parlaments, das finde ich also wirklich, wirklich völlig absurd. Und ich glaube, da müsste man alles dran setzen, dass man da aussteigen kann. Es gibt schon genug Länder, die aussteigen wollen, und dann kann man meines Erachtens auch die 20 Jahre kippen. Und das, glaube ich, wäre etwas ganz Dringendes, dass wir das auch machen. Das löst das Problem nicht, aber es ist ein Teil des Problems und es ist ein Schritt in die erste Richtung, und der zeigt zumindest einmal an, dass wir bereit sind, etwas zu verändern. Daran anschließend, wie konnten Spitzenpolitiker bei der Vertragsunterzeichnung, die uns bis 2040 an russisches Gas gebunden hat, hinten dort stehen und sich die Hände schütteln? Und dann erinnere ich, entschuldigen, dass ich da jetzt einfach hineinplatze, aber dann erinnere ich daran, dass in der Interimsregierung oder auch in anderen Regierungen es immer heißt, wir können uns nicht länger binden, als die Legislaturperiode ist. Deswegen können wir keine Langfrist-Klimapolitik machen. Das ist völlig absurd und es ist einfach verlogen. Es ist schlicht und einfach verlogen, und ich glaube, das muss man laut und deutlich sagen. Dankeschön.
Die nächste Frage ist wieder, was Politisches richtet sich direkt an Reinhard Steurer und bezieht sich auf das Eingangsstatement noch, nämlich auf den Begriff der Drogensucht. Wir denken, Sie stehen unsere Chancen, von dieser Drogensucht loszukommen, mit den aktuellen Prognosen für die Nationalratswahl 2024, mit der FPÖ in einer Spitzenposition und deren Wählern. Gute Frage, ja. Ganz schlecht stehen die Chancen, ehrlich gesagt. Wie bei einem Drogensüchtigen ist es so, dass man nur runterkommt von der Sucht, wenn er selbst will. Ja, also man kann als Arzt oder als Angehöriger es 100-mal besser wissen und auf den Betroffenen einreden und sagen, du machst dich fertig, du bist in 5 Jahren tot. Es wird alles nichts nutzen, solange es die Person selber nicht akzeptiert hat, verstanden hat und sagt, okay, es reicht, ich will raus. Ja. In der Gesellschaft ist das natürlich ein bisschen komplexer. Da ist diese Person die Mehrheit der Gesellschaft, die sagt, okay, ab jetzt nehmen wir das ernst. Und die Mehrheit der Gesellschaft nimmt es nicht ernst. Und alle Zeichen, die man in den Umfragen lesen kann, bestätigen, dass sie einfach möglichst normal leben wollen, Klimaschutz nur so weit machen wollen, solange es möglichst wenig kostet, sie nicht betrifft. Wir sind bitte nicht einmal zu Tempo 80-100 bereit. Die Umfragen sagen nach wie vor, eine Mehrheit ist gegen diese simple Maßnahme, eine Klimaschutzmaßnahme, die kein Geld kostet, sondern Ersparnisse in Millionenhöhe bringt, nicht einmal das Geld. Und das führt die Absurdität der Diskussion wunderbar vor Augen. Ja. Also solange keine Mehrheit für so eine simple Maßnahme ist, brauchen wir nicht glauben, dass wir das ernst nehmen. Das ist einfach zutiefst heuchlerisch, was da passiert, und Scheinklimaschutz, wo man hinschaut. Mhm. Frau Konkol, bitte. Ich sehe schon, ich habe hier die Aufgabe, immer wenn der Reinhard etwas ganz fürchterlich Negatives sagt, was Positives dazu zu sagen. Der auch schon musste, ja. Ich habe auch Tage, wo ich völlig so denke wie er, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man eben auch die Hoffnung sieht und das Positive. Und ich glaube, eines der Beispiele, die zeigen, dass es auch anders geht, das ist der Klimarat gewesen, der österreichische Klimarat der Bürgerinnen, wo doch so an die 90 Bürgerinnen und Bürger aus Österreich, also zufällig, aber doch repräsentativ zusammengesetzt, sich nach nur 6 Wochenenden, wo sie sich mit dem Thema beschäftigt haben, wirklich gute Vorschläge erarbeitet haben. Und das zeigt mir, dass die Bevölkerung durchaus offen ist dafür. Man muss nur entsprechende Informationen liefern und die auch wirklich. Und ich glaube, dazu braucht es einfach einer flächenden, deckenden Bewegung. Von mir aus von den Universitäten, von mir aus Scientists for Future, wer immer. Wir müssen einfach hinausgehen und reden, diskutieren. Und Lösungen suchen, die für die konkreten Fragen da sind, die die Menschen ja haben. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit vor behinderten Menschen geredet. Die sehen das völlig anders, wenn ich sage, keine Privat-PKWs mehr. Nicht? Und natürlich muss es Ausnahmen geben und wird es Ausnahmen geben. Und diese Ängste zu nehmen, ist, glaube ich, ganz wesentlich. Diese Aufgabe haben wir und wir sollten uns überlegen, wie können wir wirklich in die Breite kommen und nicht immer nur vor den Scientists reden, sondern wirklich in die Breite kommen, damit dieser Effekt, der bei dem Klimarat eingetreten ist, dass der auch breit in der Bevölkerung ist. Dankeschön. Frau Küstert. Ja, nur kurze Bekräftigung dazu. Ich glaube, man muss vermitteln, eine Konsequenz, das Ziel zu erreichen, eben die Paris-Ziele und eine Ehrlichkeit und auch natürlich offen sein für die wirklichen Probleme der Menschen. Aber ich glaube, was eben auch nicht sehr gut ankommt, ist so irgendwie eine gewisse Resignation, wenn man sagt, naja, also solange das nicht passiert, dann passiert gar nichts und so. Also ich glaube, damit kann man die Leute nicht mitnehmen und eben der Klimarat, wie Frau Professor Kolber erwähnt hat, ist zum Beispiel ein sehr positives Beispiel, ne? Wo man eigentlich gesagt hat, ja, das haben wir uns nicht erwartet, wie viel konstruktive, im klimapolitischen konstruktive Vorschläge kommen. Also ich würde schon sehr wohl plädieren, eben auch in dieser Gasbohrsache, dass man sagt, Leute, das ist ein Auslaufmodell, das wird ein Ladenhüter, das wird Stranded Investment, ne? Das heißt, investieren wir lieber in die Zukunft. Vielleicht hat man
kurzfristig irgendwelche Netzausfälle oder Netzschwankungen, weil wir heute so mit dem Netzausbau hinten nachhinken. Aber investieren wir wirklich in die Zukunft, in die klimafreundliche Zukunft und auch also in sozusagen ein, ja, soziales und Wohlbefinden, wo man eben die Leute dann mitnehmen kann. Aber ich glaube, wenn von uns eben so eine gewisse Resignation kommt, ja, wer soll denn das Ganze dann vorantreiben? Mhm. Dankeschön. Darf ich was sagen? Vielleicht noch ganz kurz und dann würde ich ganz gerne, es sind noch einige Fragen, vielleicht wieder ein bisschen mehr zum Thema Gasförderung kommen. Also vielleicht letzte Meldung dazu und dann würde ich gerne zur nächsten Frage. Oder noch was Positives sagen. Der Klimarat. Dann darf der Herr Salcher auch noch ganz kurz was Positives. Rainer, du zuerst bitte. Der Klimarat zeigt sehr schön, wie wir politisch mit dem Thema umgehen. Ne? Also es zeigt das Potenzial, das vorhanden ist, wenn die Bevölkerung informiert ist. Das würde aber ganz andere mediale Berichterstattung erfordern, wenn man daran anknüpfen wollte. Ich habe das dann schon bei der einen oder anderen ORF-Dokumentation, wo ich interviewt worden bin, angesprochen. Sie müssen die Drastik am Anfang schildern und so weiter. Die Antwort war, da schalten uns die Leute aus, die kommen um 20.15 Uhr und wollen da nicht das Katastrophenfernsehen. Das können wir so nicht machen. So, daran scheitert das Klimaratmodell schon einmal medial. Und zum Thema Resignation, ich stelle mich hinter Klimaaktivistinnen, ich fordere auf, möglichst aktiv zu sein, sie in die Klimabewegung einzubringen, weil ich noch nicht resigniert habe. Also das ist der Weg, wie wir Umdenken in der Gesellschaft zustande bringen, wenn diese Bewegung möglichst groß wird. Und sie kämpft aber genauso mit Stagnation. Also die Fridays auf jeden Fall. Und bei der letzten Generation sieht man natürlich auch, wie schwierig es ist. Meine größte Hoffnung wäre, wenn ziviler Widerstand wirklich zu einer großen Bewegung werden würde wie 2019, wenn man sie tatsächlich in keinem Haushalt mehr ignorieren könnte, wenn Eltern, Großeltern mit ihren eigenen Klimaklebern zu Hause diskutieren müssten, warum sie das jetzt tun. Und wenn die dann im Haushalt quasi in jedem zweiten erklären könnten, warum die Verzweiflung berechtigt ist, dann glaube ich, kämen wir wirklich einen großen Schritt weiter. Deswegen meine Unterstützung für diese Gruppierung, weil da wirklich eine Dynamik drin ist, die was verändern kann. Dankeschön. Ja, ich wollte nur ganz kurz sagen, ich bin ja auch eher der Pessimist, aber es bleibt uns ja nichts. Man muss optimistisch nach außen bleiben und wie Reinhard gesagt hat, verschiedene Bereiche unterstützen. Ich habe nur eine positive Meldung, wollte ich noch anbringen, weil ich es gestern gesehen habe, der Ausbau der PV-Anlagen seit 2020 bis 2023, vielleicht hat es jemand gesehen, hat sich immerhin verachtfacht fast. Ja. Also das wäre sozusagen vielleicht eine kleine positive Nachricht hier am Rande. Mhm. Dankeschön. Dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Da geht es jetzt wieder um die Gasförderung. Und zwar haben ja Sie beide, Herr Steurer und Herr Salcher, angesprochen, es bräuchte einen Plan, ja, also einen guten, konkreten Plan. Und darauf bezieht sich jetzt diese Frage. Wie sollte denn so ein Plan der Gasförderung in Österreich mit entsprechender Limitierung aussehen? Würde dieser mit Steuergeldern finanziert? Ja, also ich glaube, wir haben gemeint einen Plan, einen Reduktionsplan, wie wenig oder wie viel Gas noch bis zu einem gewissen Zeitpunkt verbraucht werden darf. Sozusagen dieser Plan muss sehr streng sein und der darf nicht sozusagen perturbiert werden oder gestört werden. Das wäre sozusagen ein strenger Plan der Abnahme des Gases. Ja. Genau, es wäre ein Verbrauchsreduktionsplan, kein Produktionsreduktionsplan. Genau. Und wenn ich den Verbrauch reduziere, dann brauche ich ja weniger produzieren. Und wenn das europaweit gemacht wird, dann sowieso. Also das ist ganz wichtig. Das ist die Aufgabe der Politik. Also die Politik macht verschiedenste Pläne und Gesetze. Das kostet alles Geld und dafür ist sie da. Also von dem her wäre das einfach dringend notwendig. Wie schaut die politische Realität aus, um das mit diesem Wunsch zu kontrastieren? Wir haben es bisher noch nicht einmal geschafft, ein erneuerbares Wärmegesetz zu verabschieden. Das heißt, nach wie vor wird im Neubau Gasheizung verbaut. Ja, also völliger Wahnsinn. So schaut die politische Realität aus. Das ist das Gegenteil eines Ausstiegsplans. Okay.
Die nächste Frage schließt eigentlich recht gut darauf an, also passt da sehr gut dazu. Was sind die realistischen Lösungen, um den Ausstieg aus fossilen Rohstoffen zu schaffen, vor allem hinsichtlich der vielen Industrien, Treibstoffe, Pharma, Düngemittel etc., die diese benötigen? Also nicht nur Wärme, hier geht es jetzt konkret um das Thema Industrie. Die Frage richtet sich mal an alle. Wer möchte gern dazu was sagen? Frau Kramkoll, bitte. Ja, ich kann vielleicht einmal anfangen und weniger mit der Industrie, sondern mit der Landwirtschaft. Ja, die Landwirtschaft ist im Moment ganz stark von Öl abhängig, aber das hat auch Konsequenzen für die Qualität des Bodens. Das heißt, im Grunde genommen zerstören wir unsere Lebensgrundlagen nicht nur über das Klima, sondern auch über die Bodenzerstörung mit demselben Mittel sozusagen. Das heißt, der Ausstieg aus der Ölabhängigkeit in der Landwirtschaft ist ein Gesundungsprozess sowohl für die Böden als auch für die Lebensmittel und damit auch für die Menschen. Das heißt, ich glaube, das ist durchaus ein wünschenswerter und auch machbarer Weg, der hier zu beschreiten wäre. Ich finde es sehr bedauerlich, dass da diesbezüglich im nationalen Energie- und Klimaplan, in dem Entwurf, der jetzt zur Stellungnahme draußen ist, praktisch nichts drinnen ist und dass eigentlich in Österreich ganz wenig darüber diskutiert wird, inwieweit die Landwirtschaft eine völlige Kehrtwende braucht, obwohl Österreich unheimlich viele Österreicher und auch viele österreichischen Bauern ja durchaus auf dem richtigen Weg sind. Nicht? Und also das ist auch so ein Beispiel, wo sozusagen die Interessensvertretungen nicht so weit sind wie die Mitglieder, nicht? Oder wie viele Mitglieder. Und das ist ein Problem, das wir in Österreich in vielen Bereichen haben. Die Mitglieder, die einzelnen Betriebe sind weiter als ihre Interessensvertretungen. Und eigentlich müsste es ja umgekehrt sein. Eigentlich hätten die Interessensvertretungen ja eigentlich, die müssten ja den langen Blick haben, die müssten ja weit vorausschauen. Die haben die Möglichkeit, sich jeweils über die neuesten Entwicklungen zu informieren und so weiter. Und das ist in Österreich leider nicht der Fall. Und ich glaube, das sind strukturelle Änderungen, die notwendig sind hier. Aber ich glaube, also Landwirtschaft ist nicht etwas, wo man sagt, das geht nicht, da verhungern wir. Da gibt es genug Studien, die zeigen, wir verhungern nicht. Wir werden weniger Fleisch essen müssen, aber das müssen wir sowieso. Aber wir können, das heißt auch nicht gar kein Fleisch. Das heißt nicht, dass alle vegan werden müssen, aber weniger Fleisch. Und das würden auch alle Ärzte begrüßen. Österreich isst so im Großen und Ganzen zu viel Fleisch. Herr Salzer, bitte. Entschuldigung, es hat ein bisschen gedauert, bis ich laut geworden bin. Genau, also das letzte Statement kann ich natürlich als Veganer sehr unterstützen. Kein Fleisch oder weniger Fleisch essen, auf jeden Fall. Ich wollte ein paar Zahlen nennen, weil ich vorher auch tiefe Geothermie erwähnt habe dazu. Also bis 2014 könnte man mit Geothermie mindestens ein Viertel der österreichischen Wärmeleistung, mindestens, das könnte man auch sozusagen erhöhen, durch der Kohlenwasserstoff durch Geothermie ersetzen, mindestens. Also das ist also wirklich die Untergrenze. Man darf nicht vergessen, wir haben tiefe Geothermie-Reserven, die zumeist in einigen tausend Meter liegen und die sind ja ähnlich wie Kohlenwasserstoffe in Beckenlagen und da hat man eine hohe Kenntnis, nicht durch die Förderung, das ist die Molassebecken nördlich Oberösterreich-Salzburg, aber auch im Wiener Becken, praktischerweise Wiener Becken-Ballungsraum, da brauchen wir das nicht weit transportieren und die sind nur zu einem Zehntel ausgeschöpft. Also das kann man noch maßgeblich steigern und was man auch bei der tiefen Geothermie kann zum Beispiel, also wie gesagt, ein Zehntel ist davon erst ausgeschöpft, mindestens, vielleicht sind es sogar noch mehr, dass man dieses heiße Wasser in großen Tiefen auch verstromen kann und deswegen der Transport sozusagen der Energie auch leichter möglich ist, also das vor allem bei tiefer Geothermie sozusagen möglich ist. Und momentan haben wir 3 Gigawattstunden, die verstromt werden. Das ist in Blumau und in Geinberg. Die, glaube ich, die könnte man auf das bis 2014 auf das 200-fache sozusagen erhöhen. Und bis 2030 kann sozusagen, ist die Schätzung des Vereins für Geothermie Österreich, die ich da auch sehr als Quelle gerne sozusagen empfehlen möchte, GTÖAD schätzt, dass sozusagen bis 2030 20% im nationalen Klima- und Energieplan geforderten Reduktion der Treibhausgase die Geothermie beitragen kann, sozusagen. Ja. Das sind sozusagen ein bisschen Zahlen aus den Bereichen der tiefen Geothermie. Also da ist auch noch ein großer Ausbau
Plan. Und auch da ist die Regierung ein bisschen säumig, weil eben im Gegensatz zu Erdöl-Lagerstätten, wo ich sozusagen eine Konzession kaufe für ein Gebiet, die OMV hat die Konzession für weite Teile des Weinviertels und kann da mehr oder weniger falten und walten, wie sie möchte. Das geht zum Beispiel bei Geothermieanlagen nicht. Ja. Also da muss ich jede einzelne Anlage neu sozusagen anfragen und einreichen sozusagen. Auch das wäre sozusagen eine Förderung der tiefen Geothermie, wäre das sehr, sehr, sehr förderlich, wenn man sagt, okay, hier habt ihr ein Konzessionsgebiet, bessere Planbarkeit, hier kannst du probieren, hier kannst du sozusagen deine Tiefbohrungen machen für die Wärme- oder Stromversorgung. Genau, das war mein Statement jetzt ein bisschen aus dem Blickwinkel der Geothermie. Dankeschön. Frau Christel. Ja, es ist wahrscheinlich ein alter Hut, was ich jetzt sage, aber nachdem die Frage gestellt worden ist, ich meine, es gibt einfach drei Grundrezepte, Effizienz, Verbrauchsreduktion, denn das sind zwei unterschiedliche Konzepte, ne? Und hier gerade also bei der Verbrauchsreduktion von Energie, von Mobilitätsservices, von Wärmeservices, hier ist Österreich einfach strukturell säumig, ne? Wir haben nach wie vor, wir haben also kürzlich gesprochen über Bodenverbrauch und derartige Dinge. Also hier ist einfach eine politische Intervention und ein klares politisches Konzept wichtig, um hier die Infrastruktur für ein klimafreundliches Leben zu ermöglichen. Also Effizienzsteigerung, Reduktion des Verbrauchs und dann Dekarbonisierung. Und wir haben also erneuerbare Energie, Ausbau, Konzepte und es schreitet ja, wie vorher erwähnt worden ist, also sehr positiv voran. Also das sind eigentlich die drei klimapolitischen Rezepte, ne? Und man kann es halt leider Gottes nicht oft genug wiederholen, aber mein Hauptaugenmerk liegt wirklich in der Reduktion und Management vom Verbrauch. Weil da sind wir säumig in Österreich, sehr säumig. Okay, danke schön. Wir kommen zur nächsten Frage. Die geht an alle, also an alle, die möchten. Was hält das Panel von Initiativen für internationale Verträge, die eine kontinuierliche, faire, geplante Reduktion der Förderung von fossilen Energieträgern zum Ziel hätten? Könnte das noch rasch genug wirken? Da wird auch ein Link angeführt, fossilfueltreaty.org. Das ist ein bisschen eine längere Frage, ich kann es gerne noch mal vorlesen, aber Reinhard Steurer hat sich schon gemeldet dazu, bitte sehr. Ja, wäre wunderbar, wenn wir das Problem ernsthaft lösen wollten, will aber fast niemand außer Wissenschaftlerinnen, Aktivistinnen und einer kleinen Gruppe in der Bevölkerung. Insofern leider politische Utopie. Auch der Hauptzweck der Klimakonferenzen ist nicht primär das Klimaproblem zu lösen, sondern die Transition möglichst so zu verzögern, dass man sie möglichst nicht merkt und wirtschaftlich ja keine Einbußen irgendwo stattfinden. Also insofern, wir schaffen nicht einmal Emissionsreduktionen trotz Fossilangebot, noch viel weniger würde man schaffen, das Angebot zu kappen. Was würde das bedeuten? Das würde nämlich die Preise in die Höhe treiben. Und dann würden wir erst recht ein Modell brauchen, um die Profite der Öl- und Gaskonzerne abzuschöpfen, weil sonst reduzieren wir die Produktion, zahlen hohe Preise und die machen Rekordgewinne. Das könnte es ja auch nicht sein. Also da wären mehrere politische Lösungen notwendig, die alle im Bereich der Utopie liegen werden. Okay. Gut, wenn es dazu keine anderen Meinungen gibt, dann gehen wir weiter. Zum Thema Markteingriff. Was halten Sie vom EU-Emissionshandel und was ist sein Potenzial? Richtet sich auch an alle, also keine konkrete Person angeführt. Bernhard Steurer, war der Erste oder war das noch von vorhin? Nein, es ist neu, nachdem es eine politische Frage ist, fühle ich mich berufen, darauf zu antworten. Der Emissionshandel war bis 2019 ein trojanisches Pferd des Klimaschutzes. Er hat so getan, als ob er Klimaschutz in die Industrie quasi voranbringt. Und in Wirklichkeit hat er jede andere sinnvolle Klimaschutzmaßnahme verhindert, weil man immer hingewiesen hat, na Moment, wir brauchen nichts anderes, wir haben ja den Emissionshandel.
Blöd war nur, dass die Tonne CO2 bis 2019 zwischen 5 und 25 Euro so in der Größenordnung gekostet hat, also fast nichts. Und das war kein Zufall, das war kein Unfall, das war geplant natürlich so, damit die Industrie möglichst nicht belastet wird. Seit 2019 hat sich das zum Glück geändert. Der CO2-Preis bewegt sich jetzt irgendwo zwischen 80 und 100 Euro die Tonne. Er hat sich also von Scheinklimaschutz in langsam wirksamen Klimaschutz verwandelt. Das war auch unter anderem ein Verdienst der Fridays for Future, weil da dann die Schrauben angezogen worden sind, auch im Zuge des Green Deals 2019. Und er hat durchaus jetzt das Potenzial, wirklich was zu bewegen. Die Frage ist, wie lange das dann durchgehalten wird, wie lange die Marktreserve, also wo überschüssige Zertifikate vom Markt genommen worden sind, wirklich draußen bleiben und so weiter. Also es ist nach wie vor natürlich ein politisches Spiel um das Instrument, aber im Moment schaut es deutlich besser aus wie je zuvor. Mhm. Dankeschön. Frau Kronkoll, bitte. Ja, also wie das zum ersten Mal eingeführt wurde, habe ich also gedacht, das ist ein Unsinn, weil Steuern könnten das viel besser steuern. Bin aber dann zu dem Ergebnis gekommen, dass obwohl die Preise wirklich viel zu niedrig waren und durchaus auch bewusst niedrig waren, es zumindest ein Bewusstsein für die Problematik in der Wirtschaft geschaffen hat. Das ist so ähnlich wie die Taxonomieverordnung jetzt, nicht? Also allein die Tatsache, dass man sich darum kümmern muss, macht einen Unterschied in den Betrieben, dass eben das ein Thema ist. Ich glaube auch, dass wir jetzt langsam dorthin kommen, wo es tatsächlich wirksam werden könnte. Ich sehe allerdings ein Problem mit dem sehr ausgedehnten Zwischenhandel. Also dass es ja im Grunde genommen inzwischen zu einem Spekulationsobjekt geworden ist. Und die Spekulation trägt dazu Klimaschutz nichts bei. Und da, glaube ich, könnte man schon auch wieder regelnd eingreifen und die Spekulation mit Zertifikaten einfach in irgendeiner Form unterbinden. Wie man das genauer macht, weiß ich nicht, aber möglich müsste das auf jeden Fall sein. Mhm, Dankeschön. Es gibt gleich eine zweite Frage noch zum Thema Markteingriff. Die schnellste Möglichkeit in Österreich wäre, dass die ÖBAG die OMV und ADX kauft und damit wieder verstaatlicht, um danach die Transformation zu gestalten. Sieht es das Panel auch so? Richtet sich an alle. Ich bin kein Aktienmarktexperte, aber ich glaube, das scheitert schon mal daran, dass die ÖVP in der Regierung ist und ganz sicher keinen Betrieb wieder verstaatlicht, der privatisiert worden ist. Also insofern auch wieder eine akademische Frage, die wenig politische Realität hinter sich hat. Okay. Frau Kronkoll, bitte. Ja, ich sehe auch das Problem darin, dass selbst wenn das gelänge, wir dann keine Regierung haben, die das wirklich so steuert, wie wir es uns eigentlich wünschen würden. Nicht? Also ich bin durchaus der Meinung, dass vieles von dem, was einfach zur Daseinsvorsorge gehört, tatsächlich in staatlicher Hand sein sollte. Und da gehört durchaus auch Energie dazu. Neben Wasser zum Beispiel und anderen Aspekten. Und insofern würde ich es begrüßen. Ich würde mir nur nicht wahnsinnig viel davon versprechen, solange wir einen Hauptregierungspartner haben, dem das kein Anliegen ist. Nicht? Der würde es dann eben zwar nützen und vielleicht käme uns allen der Gewinn zugute, aber es würde keinen Klimaschutzaspekt mit sich bringen. Aber hätten wir zum Beispiel, jetzt sehr hypothetisch, andere Regierungen, wäre dann eine Verstaatlichung der OMV sinnvoll? Also wie gesagt, ich halte es schon für wünschenswert, dass in einem Staat alles, was zur Daseinsvorsorge gehört, auch tatsächlich in staatlicher Hand ist. Mhm. Und Energie, und wenn wir Energiequellen dieser Art, ich meine, wir wollen sie ja überhaupt nicht nützen, nicht? Aber sozusagen alle Energiequellen, die aus ethischen und Nachhaltigkeitsgründen nützbar sind, dass die auch in staatlicher Hand sind, halte ich für durchaus, oder zumindest in einem gewissen Ausmaß, sodass die Grundversorgung der Bevölkerung abgedeckt ist, halte ich für wichtig. Nur wie gesagt, das Gas sollte ohnehin unter der Erde bleiben. Das heißt, in dem Sinn ist das ja trotz allem ziemlich akademisch.
Wir sind jetzt schon relativ bald am Ende. Ich möchte hier die Zuseherinnen und Zuseher nochmal sagen, wenn Sie noch eine Frage haben, dann bitte jetzt noch in unser Dokument hineinschreiben. Jetzt gibt es noch die Chance, dass wir Ihre Fragen noch stellen können. Ein paar Minuten haben wir noch. Das ist im Chat verlinkt. Es gibt auch noch eine Frage, die richtet sich, jetzt gibt's noch eine, an Herrn Steurer direkt. Und zwar, was veranlasst Sie, LNG als dreckigstes Gas zu bezeichnen? Na, ganz einfach, weil sehr viel Methan entweicht, mit eben 80 bis 100-facher Treibhausgaswirkung auf einen Zeitraum der nächsten 20 Jahre. Die nächsten 20 Jahre sind entscheidend, also drum muss man mit dem 100-fachen rechnen. Nicht auf 100 Jahre das runterrechnen, das ist für uns nicht relevant. Und das ist allseits bekannt. Also da gibt es auch schöne Dokumentationen, Gasline zum Beispiel, wo man zuschauen kann, wie das Methan bei Fracking aus Bachläufen blubbert oder bei den Leuten aus der Wasserleitung kommt. Das kann man dann anzünden, ja? Also aus dem Wasserhahn kommen. Und das entweicht in die Atmosphäre mit dieser enormen Treibhausgaswirksamkeit plus den großen Energieverlust, wenn man es verflüssigt und wieder umwandelt in gasförmig beim Transport nach Europa. Also das ist wirklich das Übelste, was man tun kann. Und das ist im Moment, soweit ich weiß, die Hauptproduktionsart von Gas in den USA. Also totaler Wahnsinn. Herr Salcher, bitte. Ja, ich wollte nur beipflichten, absolut Zustimmung. Absolut dreckigstes Gas, wie erwähnt, riesige Methanmengen, die emittieren. Und ja, es ist die Hauptproduktion von Gas in den USA. Also das ist absolut zu ächten. Finde ich. Das ist für mich überhaupt das ist überhaupt kein Gas, das an die Oberfläche gehört, ja, überhaupt verschifft gehört. Ja. Ich wollte noch sagen, dass ich in meinen Pressestatements gerade interessante Dokumentationen dazu, ARD, ZDF, gerade zu Fracking-Gas verlinkt habe. Die Quellen sind angegeben. Auch eine relativ neue Publikation von Robert Howard dazu findet sich zwar nicht in den Quellen, aber man kann sie finden in den Dokumentationen. Wenn man weiß, wie man seinen Namen schreibt, dann kann man es relativ leicht finden. Und auch übrigens die Statements zur Geothermie, auch das habe ich nochmal verlinkt im Pressestatement. Ich glaube, die sind ja allen zugänglich, wenn wer das macht. Also die Dokumentationen von ARD und vor allem von ARD kann ich absolut empfehlen von Shellgas. Ja. Dankeschön. Frau Krumpol, bitte. Ja, also wenn ich richtig informiert bin, aber bitte korrigieren Sie mich, die Kollegen, wenn Sie etwas Besseres wissen, aber so wenn ich richtig informiert bin, dann war im Grunde genommen die Shellgasproduktion mehr oder weniger am Ende in den USA, weil sie sich einfach wirtschaftlich nicht lohnt. Und da kommt dann so ein Krieg in der Ukraine sehr zustatten. Ich glaube, es sind schon Sachen, die einem zu denken geben sollten. Ich glaube nicht, dass die Sachen völlig unabhängig voneinander sind. Gut, danke schön. Es gibt noch eine Frage, die ist sehr konkret. Da geht es um Verbrenner-Kfz. Und zwar lautet die Frage so, es gibt so viele Verbrenner-Kfz, wäre es nicht wegen des höheren H-Anteils eine gigantische CO2-Ersparnis, wenn die mit CH4 statt mit CH2N fahren würden? An die Chemikerinnen. Ja, und bei PKWs gibt es eine ganz einfache Antwort. Die Zukunft des Elektrischen, alles andere ist eine Ablenkungsdebatte, die von Parteien wie der FDP initiiert werden. Geht an jeder Physik vorbei. Frau Krumkoll, bitte. Ich würde aber noch was ergänzen. Die Zukunft ist nicht im Individualverkehr, sondern die Zukunft ist in einem völlig anderen Raumplanung mit anderen Mobilitätserfordernissen und damit also mit öffentlichem Verkehr, zu Fuß gehen, Radfahren und so weiter. Und das, was dann noch überbleibt, ist elektrisch, aber das auch mit ausgeborgten PKW und nicht mit Eigentum im Großen und Ganzen. Also ich glaube, das geht viel weiter als nur, welchen Motor haben wir drin. Dankeschön, ja. Okay, es ist 9:30, wir sind im Grunde am Ende unserer heutigen Diskussionsveranstaltung angelangt. Gibt es noch irgendetwas, ein Abschlussstatement, irgendwas, was Sie noch gerne loswerden möchten? Herr Steurer, bitte. Abschließend nochmal ein Wort zu Resignation und Hoffnung. Ich habe gerade gestern auf Twitter eine Studie geteilt, aus der hervorgegangen ist,
Je mehr Hoffnung die Leute haben, umso weniger engagieren sie sich in der Klimabewegung. Und je größer die Wut ist, umso eher gehen sie auf die Straße. Also Hoffnung kann auch trügerisch sein, zumal die Realität wenig Anlass zur Hoffnung gibt. Insofern seid wütend, empört euch und lasst euch eure Zukunft nicht nehmen, speziell wenn ihr jung seid und geht's protestieren. Das ist das Wirksamste, was einen gesellschaftlichen Wandel noch bringen kann. Er kommt nicht von oben, nicht von politischen Parteien, nicht von Klimakonferenzen, sondern er kommt von unten oder er kommt gar nicht oder zu spät. Dankeschön. Mhm. Dankeschön, Frau Krumm-Kolpeter. Ja, dem kann ich mich anschließen. Ich habe überhaupt nichts gegen Wut. Ich finde, Wut ist notwendig und wirklich, wirklich passend, aber nicht Verzweiflung. Aber was man auch tun kann, neben den Demonstrationen, neben dagegen auf die Straße zu gehen, ist jetzt auch, und das ist noch offen bis Ende des Monats, Stellungnahmen zu dem nationalen Energie- und Klimaplan abgeben. Wenn die überschwemmt werden mit Stellungnahmen, ist das zwar keine Garantie, dass etwas passiert, aber immerhin ist es auch eine Möglichkeit, sich auszudrücken und seine Wut oder seine Wünsche auch zur Kenntnis zu bringen. Also bis zum 30. August ist der Nationale Energie- und Klimaplan noch zur Stellungnahme offen und unbedingt beim nächsten großen Klimastreik dabei sein. Mhm. Vielleicht, wenn Sie den Link da haben irgendwo, dass wir den noch schnell posten können, damit alle davon wissen, sozusagen, dass es, wo das genau zu finden ist. Also wir haben hier zum Abschluss noch einmal irgendwie was Motivierendes, nochmal ein Appell, dass alle aktiv sein können, alle etwas machen können, auch wirklich genau, etwas beitragen können. Ich möchte mich dann ganz, ganz herzlich bei allen bedanken. Bei allen, die heute mitdiskutiert haben, mitgesprochen haben, für ihre Statements, für ihre Informationen und auch Meinungen. Ich glaube, wir haben heute sehr viel Information bekommen, auch sehr viel Einblick in das Thema bekommen. Sehr wichtig, dass wir das Thema überhaupt heute besprochen haben. Ja. Und vielen herzlichen Dank auch an alle, die heute zugehört haben, ihre Fragen gestellt haben. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie alle auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn wir einen Talk for Future haben oder auf unserer Website vorbeischauen und so weiter und so fort. Ah ja, es wurde ein Link gepostet, allerdings vom weltweiten Klimastreik. Genau, auch da kann man hingehen. Also ich hoffe, wir sehen uns alle bald wieder bei der nächsten Veranstaltung und dann wünsche ich Ihnen bis dahin einen schönen Abend.